Achso, läuft ja. Schon. Ja, das ist ja prima. Also, an dieser Stelle ist es mir ein Anliegen, ein sehr privates Video zu machen. Und zwar als Antwortvideo auf das Video vom... ja, bin ich jetzt bescheuert. Hier, ich muss noch mal kurz den Namen gucken. Bing. Das habe ich jetzt. Bing. Oh Mann, wie kann denn sowas passieren? Aber gut, ich lasse das mal einfach so stehen. Hier, vom Rubin. Ich wusste. Vom Latest Rubin. Ja, also das Ding ist, das kommt irgendwie in einem sehr coolen Timing. Die Person Bauchi, das Ego, Jesus Urlauber, fühlt sich sehr geschmeichelt, ja. Und hat auch sofort geschrien, ja, den wollen wir auf jeden Fall auch mal kennenlernen. Ne? Also lass mich mal wissen, Rubin, wo du wohnst. Und dann komme ich gerne mal vorbei. Und wenn das funktioniert, dann bringe ich dir mit den roten Haaren. Und die Frau mit den roten Haaren, die Lucia und den Gunnar, wenn es klappt, vielleicht sogar gleich mit. Schauen wir mal. Was deine Sendung Rubin denkt laut angeht, finde ich super geil. Finde ich richtig cool, weil also ich habe meine Videos nicht Jesus denkt laut genannt, weil ich da irgendwie Copyright drauf erheben wollte, sondern dazu animieren, laut zu denken. Deswegen finde ich das sehr passend und würde mich sehr freuen, wenn du es nicht labern nennst, sondern das, was es wirklich ist, was du in deinen Videos machst, nämlich laut zu denken. Und dann ist der Titel schon fast eine Videobeschreibung, nicht wahr? Und cooles Timing deswegen, weil ich halt eben gestern ein Video, nee, heute habe ich es erst hochgeladen, es hat schon 150 Aufrufe, aber ich habe es trotzdem heute erst hochgeladen. Ich bin ein wenig überrascht. Eigentlich nicht, weil zu dem Video gab es einen Aufruf, weil im Video, da ging es eigentlich um die 7 Bewusstseinsstufen, aber irgendwie ist da sehr viel mehr draus geworden. Aus den Reaktionen heraus derer, die das Video schon im Vorfeld sehen konnten, weil ich ja schon auf dem Computer hatte, ist daraus dann irgendwie dann entstanden, Leute, läutet den offenen Austausch ein und wartet nicht auf irgendjemanden, fangt hier und jetzt damit einfach an. Genau auf diese Weise. Und ich hatte mich schon gefragt, wann denn vielleicht mal irgendjemand ein Antwortvideo macht, beziehungsweise ein Video, in dem er einfach laut denkt. Und schon bevor ich eigentlich richtig dazu aufrufen konnte, macht der Rubin das einfach so. Und das finden wir natürlich hier alle wunderbar. Und freuen uns sehr darüber, weil genau das ist das, worum es geht. Nämlich, dass wir im Internet mal Zugang zu unseren Gedanken finden. Und das Einzige, was wir dazu tun müssen, ist, unsere Gedanken einfach frei ins Internet zu stellen. Also manchmal muss man es eben doch noch genauso hören, weil für den einen oder anderen ist es eben doch nicht so selbstverständlich, wie für unser eins es gerade sein mag, die wir uns halt eben einfach schon länger damit beschäftigen und KG sind, nicht wahr? Kamera geil. Genau. Ja, nee, Rubin, vorbildlich, finde ich super geil, mach weiter. Wir gucken, dass wir uns demnächst mal zusammen vor die Kamera setzen und Rubin und Jesus denken laut machen, ja? Oder Rubin denkt laut mit Jesus. Wäre auch, finde ich auch cool. Voll cool. Ja. Ne? Und ja, läuten wir die Ära des offenen Austauschs ein, indem wir anfangen, einfach dem, was gesagt wird, zuzuhören. Statt einfach zu gucken, dass man möglichst viel von dem Gesagten selbst gesagt hat. Da wird dann nämlich auf einmal irrelevant, wer was sagt, sondern viel relevanter ist, was jeder Einzelne von uns hört. Ja. Kommen wir langsam auch hinter, können das jetzt nutzen, tun das hiermit schon. Danke, Rubin, für dein Video. Danke für alle anderen, die sich auch animiert fühlen, bei dieser Sache dabei zu sein. Einfach mal was zu machen. Das ist ein Spiel in First Life. Kann keiner verbieten. Ist nicht verboten auch. Ich kenne kein Gesetz, das uns verbietet, hier einfach
uns vor Webcams zu setzen und anzufangen, das zu sagen, was wir wirklich denken. Aber ich sehe einen sehr großen Nutzen darin, wenn wir das denn tun. Ne? Wie gesagt, ist mal wieder nur eine Anregung, was draus wird. Liegt nicht an uns, liegt an dir. Also was für dich daraus wird. Ne? Wenn du mitmachst, wahrscheinlich was Effektiveres als wenn nicht. In diesem Sinne, macht es gut und bis bald. Und was denkst du gerade? Würde mich echt interessieren. Schreib's einfach in der Kommentarfunktion unter dieses Video und sei automatisch schon mit dabei. So einfach ist das. Ganz einfach. Nichts mehr schwer. Tschö. Wir sehen uns. Ich wollte echt nochmal so ein Ende von dem Video nochmal wirklich auch ein bisschen rausziehen. Ne? Ich habe das früher ständig gemacht. Ich brauchte ständig diese 20-minütigen Verabschiedungen in 25-Minuten Videos. Und konnte mich irgendwie gar nicht von der Kamera trennen. So kamerageil bin ich. Ja, ich bin wirklich eine Aufmerksamkeitshure. Mhm. Ne? Ich hatte auch mal ein Aufmerksamkeitsdefizit. Das so Rampensau wäre. Ja, nee, so meine ich das ja eigentlich gar nicht. Rampensau bin ich doch schon. Ich wollte mit 16 schon Rockstar werden. Ich glaube, ich Rampensau. Nee, aber ich meine das eigentlich ganz anders. So. Ich meine es eigentlich eher so. Ja, ja, du liebst das halt. Das kann man ich auch so sagen. War nicht in der Lage, aufmerksam zu sein. Und jetzt bin ich das. In einer Form, dass ich sogar sage, ja, ich bin eine Aufmerksamkeitshure. Und ein Spinner. Ja. Und ach, alles. Egal, was die Leute alles in mir sehen. Ja. Nee, dann ist das so. Okay, ne? Ja. Also Ich finde das voll okay. Ja, ich finde das auch voll okay. Na, soll jeder, jeder soll mich wahrnehmen, wie er möchte. Wenn du das auch immer zur Aufforderung hast, soll dann mal jeder auch machen. Und so. Ja. Das ist deine Message. Und wenn du mir sagst, ich bin Arschloch, dann weiß ich, wie du mit Leuten wie mir umgehst. Ja. Dass das eine Information, die ich gebrauchen kann. Und wahrscheinlich bleibe ich dir dann eher auch fern. Ich möchte auch nicht von Arschlöchern umgeben sein. Dann bleibe ich dir halt auch fern. Das ist voll gut. Du gibst ja auch bei dir ist das ja auch nichts, das kommt. Alles sehr gut und das passt auch alles. Das ist alles stimmig. Ja. Das ist stimmig. Du kriegst ja auch die Resonanz genug dafür, dass es stimmig ist. Genau. Ja. Ein paar Hochis, die braucht man. Nee, keiner braucht einen Bauchi. Doch, ja, aber das doch. Jeder sollte anfangen, einer zu sein und auf sein Inneres zu hören. Da braucht der Mensch manchmal Anregungen für und auch Leute, die da vorgehen. Nicht manchmal, immer. Du musst immer die Anregung erstmal bekommen, aber die kommen durch die Medien ja nicht. Aber hier können wir halt eben genau das machen. Wir können diese Anregungen einfach selber ins Internet setzen. Da verbreiten sie sich. Eben, und dann gibt es auch mal Menschen, die kriegen dadurch auch den Mut, das mal überhaupt zu tun. Ja, natürlich. Wie gesagt, der Aufruf zu solchem Gedankenaustausch, der muss überhaupt erstmal kommen. Ja. Die Leute müssen überhaupt erstmal die Idee bekommen, dass sowas überhaupt machbar ist, dass es sowas überhaupt gibt. Freien Gedankenaustausch. Die meisten Leute halten immer noch Geheimnisse, aus welchen Gründen auch immer, und sind eher damit beschäftigt und kennen das gar nicht. Nee, und das ist nötig, dass wir das mal kultivieren. Aber da brauchen wir halt eben Aufrufe, genau diesen jetzt zu. Ja. Und es sieht so aus, als seien wir die, die da drauf haben, da zu machen. Ja, ne? Und da scheißen wir drauf, wer da jetzt hilft oder nicht. Wir raufen uns zusammen und machen das mit denen, die gerade schon mal dabei sind. Und dann gucken wir, was wir hinbekommen. Und da gibt es eigentlich, ja, der hat dann aber Anleger und dann kommt von dem und diesem, das ist mir, da gibt es. Nee, das ist eine höhere Dimension hier. Ja. Das hat mit diesem. Das hat nichts mit irgendeinem Einzelnen von uns zu tun. Das ist es ja. Es ist, es ist nichts Einzigartiges. Es ist was Gemeinschaftsartiges. Es ist was Gemeinsamartiges. Das ist etwas, was. Das steht über Ego-Trips. Das kommt alles ja aus der Gemeinsamkeit. Kommt eh alles. Das ist das andere, dieses Hierarchie-Denken und Konzepte dann wieder. Dann merkst du auch. Das braucht alles noch so seine Zeit, aber ist alles gut im Kommen und im Werden.
Bei uns allen. Ja, das ist ja das, was ich die ganze Zeit sage. Ist auch das mit den Bewusstseinsstufen auch. Ne? Also, du sagst, der ist erst da oder erst da, das ist eigentlich, das ist auch wieder dieses. Das ist Wertedenken noch. Ne? Also wer sagt, der da ist noch in Stufe 3, der ist selber noch in Stufe 3, weil er das Wort noch benutzt. Ne, in dem Moment, wo er das einfach sein lässt, ist er schon mal in Stufe 4. Aber das ist halt wirklich gesagt, das sollte halt eben auch gar nicht hierarchisch verstanden werden mit diesen Bewusstseinsstufen, sondern eher sowas wie eine Landkarte bieten. Es ist nicht dazu da, um Leute in weitere Schubladen reinzustecken, sondern eher sich selber orientieren zu können. Also diese Bewusstseinsstufen sind viel mehr da, die bieten viel mehr Sinn, als irgendjemanden da reinzustecken. Das sollte man von vornherein einfach mal sein lassen, wenn man rausfinden möchte, was man noch damit machen kann. Man kann sich halt eben vor allen Dingen dadurch sehr gut selber finden. Und das ist wesentlich bestrebenswerter, als irgendjemanden in eine Schublade zu packen. Das ist nämlich auch wichtig, dass das so verstanden wird. Denke ich auch. Leute, sonst geht nämlich kein Schüler. Aber das ist ja das Coole. Es ist ja bereits so einfach zu verstehen. Mhm. Guck mal, in was für einer Klarheit wir mittlerweile über solch bis vor kurzem noch sehr ungreifbaren Dingen reden können. Das ist halt eben auch was ich überall sehe, wie sich auf einmal die Thematik in den Gesprächen und die Thematik auch in den Köpfen der Menschen ändert. Immer mehr Menschen nehmen halt eben sehr viel schönere Dinge wahr, die immer da waren, genauso wie alles Übel auch. Die Frage ist, was davon lässt man entstehen und wachsen und was lässt man einfach vielleicht auch irgendwann mal wieder sterben. Also so Themen wie Hunger und Krieg sind einfach nun mal Themen, die uns, glaube ich, allen sehr überdrüssig sind, und dann kann man die auch sterben lassen. Nicht die Hungernden, ne? Das tun wir die ganze Zeit. Indem wir aber mal aufhören, jeden Tag Menschen sterben zu lassen und das Notwendige tun, nicht spenden. Wir spenden seit 40 Jahren. Wir spenden seit 40 Jahren Milliarden von Euros und Mark und was weiß ich was nach Afrika, und Afrika geht es immer noch scheiße. Weißt du? Demnach, ja. Also, da müsste jeder zumindest gut leben können. Ne? Eben. Das ist die ganze Zeit. Und das wäre so einfach, wenn man das Notwendige denn einfach tun würde, aber das ist nun mal meistens verboten, entweder moralisch oder gesetzlich. Und das ist halt eben genau das, was wir hier gerade einfach mal ändern können. So, und da ist egal, wo gerade wer ist und was er gerade hat und was nicht hat. Das kann jeder mit dem, wenn er dieses Video hier gerade sehen kann, ist er definitiv in der Lage, daran teilzuhaben, dass der Fokus der Allgemeinheit sich mal auf unseren Bewusstseinszustand richtet. Ja. Da werden wir sehr viele Antworten zu den Fragen finden, die ständig unbeantwortet bleiben. Die Philosophie hilft uns da nicht weiter. Aber mal uns selbst zu beobachten und überhaupt mal anzufangen zu beobachten und in der Lage zu sein, seine inneren Tabus einfach mal beiseite zu legen und in der Lage zu sein, das zu denken, was man sich bisher noch nicht mal zu denken erlaubt hat, dann ist das zwangsläufig, das, was dadurch passiert, ist, dass der Homo sapiens halt eben mehr als 5-10% seines geistigen Potenzials nutzt. Ja. Der Homo sapiens nutzt nur 5-10% seines geistigen Potenzials, weil allein an gewisse Dinge nur zu denken moralisch oder gesetzlich verboten ist. Und das sind knapp 90-95% aller denkbaren Gedanken dann offensichtlich. Wenn ein Mensch sein geistiges Potenzial voll und frei nutzen will, dann muss er seine Tabus irgendwie mal ablegen, weil sonst funktioniert das nicht. Das ist logisch, das ist simple Logik, das erklärt sich in sich selber. Da sind Zugang weiter versperrt. Versperren wir uns ja dann selber. Ne?
wissen manchmal noch nicht mal. Ja. Ja, das allerdings sein. Genau so ist es doch. Klar. Ja, weißt du, und mir geht es auch nicht mal darum, Recht zu behalten. Es interessiert mich nicht, ob ich Recht habe oder nicht. Weißt du, ich gebe kein Wissen weiter. Das ist mir auch halt eben erst vor 2 Tagen bewusst geworden. Wann immer ich kommuniziert habe in meinem Leben, habe ich noch nie Wissen weitergegeben, sondern de facto Beobachtungen, meine Interpretationen, meiner Erlebnisse. Nichts anderes habe ich jemals wiedergeben können. Das heißt, Wissen, ne, wenn Sokrates gesagt hat, ich weiß, dass ich nichts weiß, dann hat er begriffen, dass Wissen nichts wert ist. Wissen ist Macht. Und das funktioniert nur über die Täuschung, die das quasi, ne, das sind Yin und Yang, Wissen und Täuschung. Und Nicht-Wissen und Nicht-Wissen. Ne, das Nicht-Wissen ist Täuschung. Das ist Wissen, was du nicht haben sollst. So, das heißt, auch wenn ich das hier jetzt gerade sage, dann gebe ich einfach nur meine Sichtweise wieder. Ja. Das ist das Einzige, was ich machen kann, wenn ich den Mund aufmache oder was tippe. Ja. Nicht Wissen, nicht Informationen geben, sondern Inspirationen. Und ich kann das sagen, was ich gerade beobachte. Das heißt, die Thematik plus meine Sichtweise. Das ist das, was meinen Mund verlässt. Ja. Oder beim Schreiben dann irgendwie schwarz auf weiß dann zu lesen ist. Das ist mir vorher nicht aufgefallen. Das ist mir erst vor 2 Tagen im Gespräch mit dem Patrice aufgefallen. Wo der gesagt hat, du bist so allwissend, woher weißt du das? Und ich sage, ich bin eigentlich überhaupt gar nicht allwissend. Ich weiß eigentlich überhaupt gar nichts. Du musstest das aber irgendwie wieder... Und ich sage, ja, aber ich sage... Und da ist es mir aufgefallen. Ich sage, ey... Moment mal, ich sage, ich habe auch nicht behauptet, dass ich das weiß. Und ich sage das auch nicht, um Recht zu behalten, sondern verdammt, ich habe das gerade aufgeschrieben, weil ich das gerade so in meinem Kopf wahrgenommen habe. Ich bin auch durchaus in der Lage, den Standpunkt zu wechseln und einen ganz anderen Punkt zu vertreten. Ja. Weil keiner davon mehr meiner ist. Ich identifiziere nicht mich mit irgendeinem Standpunkt, mit irgendeiner Meinung. Ich lasse das einfach. Ich sage nicht mehr, das ist meine Meinung, sondern das ist eine Meinung. Es ist nicht mein Auto, es ist ein Auto. Es ist nicht mein Körper, es ist ein Körper. Es ist auch nicht mein Ego. Es ist ein Ego. Aber dieses Ego ist in der Lage, das Wörtchen mein zu definieren. Ja. Ja, und das ist halt eben genau das, was sich geändert hat gerade. Und ich beobachte, ich bin im Beobachtungsmodus. Ich kann mein Ego laufen lassen, wenn ich das möchte. Ich kann es ansonsten sich in mir austoben lassen. Ja. Dann beruhigt es sich auch meistens relativ schnell wieder, weil nichts damit in Resonanz gehen kann, weil ich es nicht äußere, weil ich es nicht rauslasse. Weil ich diesen dunklen Wolf in mir auch wertfrei zu sehen, aber in dem Moment nicht füttere. Ne, der dunkle Wolf besteht eigentlich ausschließlich aus den Dingen, die ich nicht erleben möchte. Und der weiße Wolf ist der, der aus den Dingen besteht, die ich gerne erleben möchte. So, aber wenn ich halt eben schöne Dinge erleben will, dann muss ich schöne Dinge tun. Ich darf nicht darauf warten, dass das Universum kommt und mir zeigt, hey, du bist was wert. Wenn ich was sehen will, dann muss ich vorher die Augen aufmachen. Das heißt, ich muss mich öffnen für eine Botschaft des Universums, die mir sagt, hey, du bist was wert. Ich muss das ja auch annehmen können, und sonst das Universum sagt uns das die ganze Zeit. Es ist so einfach, offen und laut zu denken, ne? Wenn man nichts als Spinnerei abtut, sondern einfach mal laufen lässt und einfach mal sich die Spinnerei erlaubt. So, jetzt sind wir wieder bei 20 Minuten hier, ich drücke mal auf Stopp und so auf, weil Wiedersehen, wir sehen uns heute Ne? Wenn man was anderes muss in der Hauptform ist, dann sollten wir uns auch noch ein bisschen rum. Genau. Tschüss.